Hey, Gerle. Major Bob war mein Ausbilder. Ich weiß, dass Major Bob ein bisschen jünger ist als du, also ist komisch. Claudio, du bist merkwürdig. Ja, da sind wir schon bei 23. Ich sag ja, das geht hier steil. Bumm. Ah. Slam. Ist ja niedlich, so ein kleines Pikachu. Wenn es ein Slam versucht, dann packst du es am Schwanz, drehst es dreimal in der Luft und dann klatscht es gegen die nächste Wand. Können ja auch Geowurf, ne? Wie ich es liebe. Das war's. Toll. Hier ist ein Hebel versteckt. Toll. Bitch, please. Bin ich geil oder was? Hey, wie geil. Ich komme da nicht drauf klar. Warte mal. Bevor wir jetzt anfangen mit der großen Heilschose. Ne, da kommt keiner mehr. Okay, ich habe nämlich keinen Bock zurück. Und deswegen einen Parailer. Ach, die essen das. Ich dachte, das wird aufgesprüht, aber gut. Ich meine, CDs brennen sich ja auch in die Stirn von den Viechern ein, also mich wundert da nichts mehr. Noch ein Nugget? Haben wir noch normale Tränke? Hypertrank haben wir auch. Ja, stimmt, haben wir eben gefunden. Auf dem Schiff. Da ist doch ein Trank. 20. Das reicht. Guck mal hier. Wunderschön. So. Moin, Major. Hey, Kitty. Was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge habe ich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Geil in seinen jungen Jahren, würde ich sagen. Und Voltoball 21. Komm. Andreas. Klatsche. Links und rechts und links. Okay. Wie was? Bam! Junge, Volltreffer. So. Fast Level up. Pikachu, ach bitte. Gähn, würde ich sagen. Gähn. Level 18? Ach komm. Ich hatte mich hier auf ein bisschen Herausforderungen gefreut. Jetzt dein Raichu, das muss aber 25 sein oder ähnliches. Sonst bin ich jetzt hier echt beleidigt. Den Raichu. Nee. Nicht so überlevelt? 24, na immerhin. Geowurf! Token! Okay. Hätte ich mir Stärke vorgestellt. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ich weiß nicht, wie fett so ein Raichu ist. Ob sich da ein Fußkick lohnt. Aber ich treffe ihn trotzdem noch. Weggerissen, die Füße. Boom. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Caddy. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Oh Gott. Jetzt ist mir vor Aufregung ist das Gamepad runtergefallen. Und ich hatte Angst, dass er jetzt den Knopf drückt. Es liegt irgendwo hinten in der Ecke. Ich warte, bis die Entwicklung vorbei ist. Ich habe Angst, dass er sonst abbricht. Andreas hat eine volle Rage erreicht. Andreas, das muss er einfach können. Ja, das muss einfach sein. Das nehmen wir ihm dafür weg. Ich mag die Attacke Raserei nicht. Das möchte ich dazu sagen. Aber die gehört einfach zu Andreas dazu. Geo würde ich gern behalten. Der Karate-Schlag ist nicht so geil. Ja, Fußkick würde ich behalten. Das ist schon geil. Gegen so ein Relaxo oder so. Den knallst du da mal richtig einen rein mit, ne?
Machen wir gerade Schlag weg. Der Donnerhorn erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM34 ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Oh yeah. I'm walking like a boss. Walking down the street like a boss. Zerschneide diesen Busch like a boss. Oh mein Gott, Andreas hat sich entwickelt. Er hat nur das volle Potenzial seiner Wut ausgeschöpft. Oh, hallo, Captain, wie geht es dir? Ich bin das Professor Eichs Assistent. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich. Er sagte, such dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach dem Ausschau. Also müssen wir jetzt durch den Diktatunnel. Yippie-joche. Da kaufe ich mir aber einen Schutz für, das ist mir jetzt zu nervig. Mehr Schutz ich brauche. Was kann ich? Einmal ganz Körper einsprühen. Schutz. 10 sollten fürs erste genügen. Kling, kling. Nein. Hat der auf Route 2 für mich Fliegen vielleicht? Das wäre cool. Weiß sowieso gerade gar nicht, wo wir weiter. Ah, doch, ich glaube schon. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müssen wir jetzt oben bei Misty. Egal, erstmal jetzt. Irgendwo geht es auf jeden Fall weiter und dann kommen wir nach Lavandia. Und dann hören wir dann die Geschichte mit dem Turm. Irgendwie müssen wir ganz viel noch mit Zerschneider arbeiten. Ja, unser erstes vor allem. Das wird jetzt erstmal ausgereizt. Ah, ist dieser Tunnel schön. Es ist doch nicht möglich, oder? Ein Schritt. Ein fucking Schritt. Andreas. Boah, er sieht so cool aus. Raserei. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Gib ihm. Boom! Der Trank. Nein. Schutz ist ja auch fast ein Trank. Trank für mich, quasi. Dun, dun. Ist aber faszinierend, dass es einen Geruch gibt, der Pokémon... Also alle 150... Man könnte ja fast sagen Rassen... abstoßen, finden, tun. Klonk. Moin! Auch wenn dein Pokémon Spezialattacke, bla bla. Bist du nicht der Helfer auf Route 2? Hatte ich gedacht jetzt. Ja, ich möchte Zerschneider hier einsetzen. Hallo, hallo, Klonk. Sobald du ein Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du es in einen Felstunnel schicken. In den Felstunnel, der die das will. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor als Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Vor allem 5. Also, hast du 10? Ja, super. Du hast 18 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir richtig verdient. Mann, Junge, red nicht so schnell. Mit der Form Blitz kann man selbst im dunkelsten Höhlen erhellen. Ich muss wieder los. Professor Eich wartet auf mich. Guck, was bist du? Ein Äther. Und du? Ein Paraheiler. Wupp. Oh, da ist dann wieder zu Hause, oder? Kein Basis-Item auf Tasche, auf Knopf. Kade, ja. Nee, wir sind erst da. Okay. Bist du?
Der Zugknopf. Ah. Also, als nächstes müssen wir dahin. Das weiß ich. Wer hinkommt, weiß ich nicht. Es schneit. Schön. Ich glaube von Azuri City aus, oder? Wenn ich mir das mal im Kopf so überlege, der Weg zu Rocco, der Weg zu Rocco. Ha, witzig. Wenn ich von hier aus laufe, müsste ich durch die ganze Höhle und so weiter. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, wir gehen durch den Dicta-Tunnel zurück, gehen dann nach oben, nach Azuria City, holen bei der Gelegenheit das Fahrrad ab und dann gucken wir, ob wir da nochmal was finden. Halt, stopp. Ich wollte doch noch einen Schutz. Spray, Spray. So. Dann sind wir in Azuria City mit einem Fahrrad. Und Zerschneider. Das könnte sein, dass da sich neue Möglichkeiten ergeben, die ich einfach übersehen habe. Schaffe ich die letzten Meter noch? Sieht gut aus. Das ist ganz schön weit noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, hat ja fast geklappt. So, Andreas. Mega Kick. Boah, Mensch. Oh yeah. So. Relaxo können wir aufwecken, wenn wir die Pokéflöte haben. Die kriegen wir, glaube ich, erst, wenn wir in Lavandia mit dem Turm durch sind. Das ist natürlich alles jetzt Spekulation, was ich hier reiße. Da noch? Nein. Was? Wie? Was? Nee, man findet hier nicht viele Käfer. Und auch nicht viele Käfertrainer. Rondio, wahrscheinlich Level 10 oder, ja, sag ich ja, 10. Was soll denn das? Komm, mach mal Raserei. Im Kindergarten kann man sich das ja erlauben. Irgendwo muss es einen Zerschneiderweg geben. Nach Lavandia gibt es einen Weg. Gibt es von Lavandia einen Tunnel nach Prismania? Ich glaube. Nein, ich möchte nicht wechseln. Mich verdrückt. Werden wir gleich rausfinden. Wobei, wahrscheinlich nicht. Ich sehe gerade auf die Uhr. Da geht nicht mehr viel. Ich würde gerne noch bis zum Pokémon Center kommen. Dieser Kampf kam mir natürlich jetzt unerwartet in die Quere. Irgendwie wird Raserei nicht stärker. Ah, fällt ein Raserei. Muss immer wieder neu machen und immer wieder neue Raserei verfallen. Für jedes Pokémon scheinbar. Ich dachte, das würde Pokémon übergreifend funktionieren. Dann wäre die Attacke gar nicht so schlecht. Hier ist doch auch irgendwo was. Oder? Nein. Egal. Ja, ist jetzt egal. Komm, wir haben keine Zeit mehr. Lauf, Jung, lauf. Tunnelpfad. Oh, cool. Einfach mal gedrückt hier Button Smashing machen auf X. Da findet man schon was. Ein Äther. Immerhin, ne? Ein Äther ist selten. So, dann müssen wir da hoch. Wir haben noch was in der Pension abgegeben, ne? War das Pokal? Weiß ich gerade nicht mehr. Zerschneider. Dann... Fahrradladen? Nein. Wo ist der Fahrradladen? Ist er da? So. Radcoupon. Yep. Tauschen. Ja, ja, besuche euch bald wieder, bla bla. So, dann stellen wir uns jetzt nochmal vor das Pokémon Center. Drücken speichern. Mit 3 Orden mittlerweile, wunderschön. Ja, ich weiß gerade wirklich nicht, wo wir weiter müssen, aber wir werden schon einen Weg finden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Pokémon Feuerrot. Tschüss, Leute.